Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Part von Stardew Valley. Heute wieder mit dabei, der gute Bloody, meine Wenigkeit. Haha. Nein, Spaß beiseite. Es geht weiter in Part 4. Wir werden uns heute darum kümmern, dass wir mal weiter die ganze Farm ein bisschen aufgepusht bekommen, dass wir noch versuchen, mit den letzten paar Deppen, sage ich jetzt mal, zu sprechen, weil, wenn mich nicht alles trügt, fehlen uns noch zwei, genau. Und mir wurde gesagt, dass tatsächlich zwei. Oh, ich habe eine E-Mail. Oh, Geld, 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 wir Geld haben! An unseren geschätzten Jaja-Markt-Kunden. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohr. Entschuldigung. Durch unsere Bohroperation in der Nähe des Berges ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroptionen vollkommen legal sind. Gemäß Abschnitt. Blablabla, Paragraph, blablabla, ja, GmbH, Gesetz, Gesetzesänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen, Morris, Repräsentant für Jaja Kundenzufriedenheit. Yeah. Oh boy. Es wächst schon was. So. Wie wir am letzten Part ja schon mal mitbekommen haben, sind wir einmal sogar umgekippt vor Erschöpfung. Und dagegen möchte ich halt ein bisschen entgegenwirken. Dagegen entgegenwirken, indem wir dann halt mal lapidar ein paar Sachen gepflanzt haben. Und. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Ja, dass wir dann, dass ich dann gucke, dass dann alles, was hier da, was ich schon jetzt gepflanzt habe, auch wächst. Mein Gott. So. Steinchen noch einsammeln. Kann man immer hier brauchen. Ach so, meine Axt ist. Ja, okay. Gut. Was haben wir hier noch drin? Okay. Mit dem Zaun, das muss ich, mit dem Tor, das muss ich auch irgendwie hinkriegen. Und wir müssen noch mit zwei Leuten reden. Müssen aber auch bedenken, wir haben noch einiges vor uns. Wir müssen ja auch die Farm schick machen, also aufbauen. Entkrempeln müssen wir sie. Wir haben da noch wir sind ein klein wenig unter Zeitdruck, tatsächlich. Weil ich möchte gerne die ganzen. Ja gut, Geburtstag ist ein bisschen problematisch. Wenn man den Leuten noch schenken kann, okay. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall ist das die Timeline erstmal. Da ich schon mal etwas hergestellt bekommen habe. Aber um das machen zu können, brauche ich erstmal Geld. Und das Geld wiederum kriege ich nur, wenn ich dann gut Sachen herstelle. Das heißt, tatsächlich. Das war die, ja. Das heißt tatsächlich, ich muss mich jetzt darum kümmern, genug Geld zu farmen, damit ich die Hühnerfarm quasi besuchen kann. Also, dass ich mir Hühner kaufen kann. Es hat nur die Frage, wenn ich die Hühner kaufe, ist dann das direkt in eine Art Haus vertan, also reingesetzt, oder muss ich extra was bauen dafür? Das ist halt die Frage. Naja, wir probieren es aus. Was haben wir denn hier? Achso, das ist ja. Ja, gut, das ist die da mit der Dame hier. Haben wir hier oben was? Nein, hier nicht. Hier ist der Maestro. Aber schon mit denen habe ich schon mal geredet. Ja. Uns fehlen im Grunde nur zwei Personen, wenn ich es gerade wüsste. Da. Wo haben wir sie denn? Das sind diese zwei hier. Einmal den Zauber. Ah, stimmt, da wollte ich hin. Ich wollte zum Zauberturm, der ganz links ist. Eventuell noch hier zur Abend. Ne, gehen wir uns ja zur Abenteuergilde, wenn ich den Weg dann direkt dahin finde. Ich muss erstmal da wieder runter. Nein! Hey, jetzt haust du hier ab, du Lutscher. Okay, dann laufen wir hier entlang. Sogar einer von den Personen, die ich reden muss. Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen und ich muss sagen,
Er ist ziemlich verdreckt. Was eventuell daran sein kann, dass er eine Minenschacht, dass es ein Minenschacht ist. Es ist seit Jahrzehnten verlassen. Freut mich. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Ja. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit. Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, das du dort finden wirst. Was noch? Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Okay, ich krieg ein Schwert. Hey, Kollege. Was soll das? Wieso krieg ich ein rostiges Schwert? Ich bin ein Monster. Mein Name ist übrigens Morlon. Oder Marlon. Ich leite die Abenteuergilden da draußen. Ich werde dich im Auge behalten, beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Yeah. Was? Der Pistboy. Oh, shit. Scheint nicht zu funktionieren. Ja, das dachte ich mir schon. Feng Shui Master. Außer Betrieb. Ja, das ist ein bisschen kacke, würde ich mal das behaupten. Gucken wir einfach mal. Okay. Steine. Was ist denn hier? Kohle. Wow. Ich bin der King der Kohle. Was haben wir denn hier? Steine. Steine. Oh, oh, Steine. Oh, Steine. Könntest du. Ach ja, ich muss ja draufklicken. Feng Shui Master! Aua. Was haben wir getan? Okay. Schleim bekommen. Nice. Ein bisschen Leben verloren, aber hey. Schaffen wir schon. Stein. Wow. Gibt's da was anderes außer Stein? Aber da haben wir was. Das ist was Schönes. Kupfererz! Hier, 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 hier. So, aber wir werden jetzt nicht hier weiter rumdödeln. Weil, wir wollen ja gucken. Ja, Mine verlassen. Nein, wir wollen gucken, dass wir die letzten zwei irgendwie finden. Ich kann mal gerade mal gucken. Das okay, das sind die. Das war ja nicht. Oh, shit. Oh, wen haben wir denn hier? Abenteuergilde. Ja, okay. Ist ja gut. Oh, was ist das denn hier? Okay. Erkunde die Mine. Es gibt eine alte Minenschacht in den Bergen, nördlicher Stadt. Dort könnten wir von den Mineralien sein, aber Marlon meinte, dort lauern zahlreiche Gefahren. Jo. Der Marlon kann mich mal gerade am Popo küssen, weil ich jetzt erstmal ein paar andere Leute suchen muss, die aus irgendeinem Grund nicht auffindbar sind. Schreinerladen. Da hoch komme ich aber nicht. Oder? Ne, da komme ich nicht hoch. Geöffnet. Sternentau Taler Museum. War ich da schon? War ich tatsächlich da? Oder war ich noch nicht beim Museum? Shit. Warte mal. Sieht einer davon aus, dass er ein Museumsbesitzer wäre? Ja, tatsächlich dieser Fatzke hier. Aber ist das nicht der Arzt? Der O-Boy, mit dem ich noch reden muss. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Lauch. Ich habe einen Lauch gefunden, nicht Lauch. 13.10 Uhr, Zeit ein bisschen Druck zu machen. Yeah. Auf jeden Fall. Nice. Ach, muss hier runter. Ach, der Opa wird noch schneller, gehe ich wieder raus. Haben wir hier noch irgendwen drinnen, mit dem ich reden könnte, außer dem Fatzken hier? Aber die Portopee. Nö.
Schade. Rechts wird wahrscheinlich auch keiner sein. Nö, wie ich mir dachte. Aber hey, Arcade Game. Doch was. Kann ich nicht aufheben, schade. Okay. Wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo, irgendwie. Hallo Dame. Die Dame. Machen wir es mit dem Arzt hier. Was? Gerade zugemacht, dein Ernst? Harvey. Ja, dass du das Zeitgefühl verlierst, verstehe ich. Wenn ich das richtig sehe, müsste da jetzt irgendwo. Gut. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd. Was haben wir hier? Da bin ich hier. Ah, warte mal, das ist nicht die. Hi. Wenn du ab und zu gräbst, kannst du ein paar interessante Dinge finden. Oh nein, Mama macht heute nach. Ich habe einmal wirklich alte Tonware gefunden. Ich habe die Günther gebracht und er hat geweint. Die wären aber 1000 über. Jo, gut. Habe ich jetzt irgendwie Neues dazu bekommen? Ja, tatsächlich. Das ist perfekt. Es fehlt nur noch eine Person. Nur eine. Oh. Wir neigen uns tatsächlich dem Ende des Spiels. Nein, Spaß. Das ist natürlich ein Scherz. Nein, der Boy ist es auch nicht. Dann bin ich hier. Ach so, die Caroline. Die nette Dame. Ich sollte mich aber ein bisschen sputen, denn es wird. Ah ne, wir sind schon im Museum. Ach na gut, dann war ich ja schon hier. Dann geht ab zum Zauberturm. Der letzte, mit dem ich anscheinend dann reden werde, ist der Arzt. Irgendwie, irgendwo, irgendwann mal. Hallo? Könnte ich mal? Danke. Da 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 da. Dann muss ich mal gucken, wie ich da zu dem Zauberturm überhaupt hinkomme. Das heißt, ich muss an dem See. Okay. Ich bin jetzt bei mir auf der Farm, ich muss aber da runter. Okay. Ein bisschen blöd ist das aber schon. Alles klar. Wir machen das schon irgendwie. Die Pflänzlein wachsen ganz schön. Hallo, guck mal hier durch. Ich muss mal Pipi. Hallo. Ja. Tschakka. Ai, tschakka. Ja, mein Inventar ist voll. Ich hab's gecheckt. Irgendwie laufe ich gerade im falschen Weg. Kann das sein? Tatsächlich lauf falsch. Nein! Ich hatte doch irgendwo was markiert. Bin ich jetzt blöd? Warte mal. Ah, hier bin ich richtig. So, jetzt muss ich gucken. Zauberturm, ich muss hier lang. Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Na super. Standarddünger, Kartoffelsaat, Preiselbeersaat, Pflastersteinpfad. Warum soll ich mir Pflastersteine kaufen? Bei ihm sind sie dämlich. Großes Ei, Puzzletisch. Alles klar. Aber nein, ich muss mit ihnen tatsächlich nicht reden. Hier haben wir den See, wo man angeln kann. Jetzt ist die Frage, kann man sogar surfen, die Pokémon? Anders. Map. Ja. Machen wir
das ist mehr. Oh. Ups. Das ist ja Meerrettich. Nein, das ist dunkel. Nein. Okay. Timmer. Das ist der, wovor man mich gewarnt hat. Er ist verschlossen. Du kannst doch jemanden. Was ist das denn jetzt? Achso. Wir rein. Boah, so kacke. Gut, dann lassen wir den erstmal sein. Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Das heißt, die werden uns jetzt wieder zurück machen zur Farm. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich meine gerade ein Geräusch. Was war das? Aber einfach nur ein Fisch. Ach so. Ja. Hier wird noch einiges auf uns zukommen, ja. Welche ganzen. Gottes Willen, das ist doch bloß für eine Farm. Das haben wir uns ja bloß angelatzt. Naja. Machen wir ein bisschen Licht an. Wetterbericht machen wir da mal. Willkommen bei Kose 5, deiner Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung und noch vieles mehr. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Teils wolkig mit einer leichten Brise. Erwartet eine Menge Pollen. Okay. Und ins Bettchen gehen. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Please hold your life. Ui, fliegen jetzt gleich Pollen rum. Wer sind sie jetzt? Clint. Oh, der Flint. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist sehr gut. Ja, finde ich auch. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Und was ist das? Was ist, was willst du dagegen für, was willst du dafür haben? Hä? Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbaren schmelzen. Diese Baren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserung genutzt werden. Und weiter. Wenn du ein paar Kupferbaren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich einiges deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert mir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Hasta la vista. Neuer Hofbucheintrag. Wenn du weitere Erze abbaust, solltest du einen Schmelzofen bauen können. Okay. Na gut, und da gucken wir mal gerade im Inventar nach. Unter Herstellung. Für den Schmelzofen brauchen wir 20 Kupfererz und 25 Steine. Alles klar. Aber erstmal was in die Box legen, weil, Nein. Güte. Kann man die eigentlich wieder einstecken? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt mal gerade alles bewässern. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen unseren nächsten Part, weil da war jetzt diesen Part ja nicht wirklich was los. Hoppala. Machen wir uns tatsächlich auf den Weg, mal die Mine zu erkunden und ein bisschen Kupfererz sammeln, um halt, um halt unsere Schmelzofen hier zu bauen. Ich denke mal, da wird noch einiges hilfreicher sein, als man denkt. Alleine schon, weil der Boy, der Clint, ich meine natürlich ein Flint,
ein paar Erze braucht, um unsere Ausrüstung zu verbessern, die wir tatsächlich benötigen, um sowas hier abbauen zu können. Aber es ist ein bisschen blöd, ist aber okay. Wenn ich hier auf jeden Fall ein bisschen was weg habe. Gut. Chaka, chaka, chaka und chaka. So. Tatsächlich werde ich jetzt den Part beenden. Wir haben schon 20 Minuten rum. Ich weiß, in diesem Part wurde nicht viel gemacht. Eigentlich so gut wie gar nichts, außer ein paar Leute angequatscht. Und blöde Sprüche gelassen. Und ein bisschen die Mine angeguckt. Ja. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Part. Bis dahin, ciao.